ihr Lieben. Wir sind immer noch in L'Aldea. Ich hatte euch ja von L'Aldea berichtet gehabt. Wir sind an der Via Verde del Tebre, also am grünen Weg des Ebro-Deltas. Und hier an diesem Weg kann man sehr gut Fahrrad fahren. Das sind die alten Bahntrassen, die hier in Fahrrad- und Fußgängerwege gewechselt worden sind. Und heute regnet es. Wir haben 9 Grad und es ist nicht besonders warm mit den 9 Grad. Der Regen ist nicht sehr stark und man kann es aushalten. Aber wir wollten sowieso heute weiterfahren, weil wir ja nach Andalusien möchten und weil unsere Reservierung dort eigentlich auch schon auf uns wartet. Wir waren 2 Nächte hier und die 2 Nächte war, wie ich euch erzählt habe, um meine Garage umzuräumen, hier drinnen endlich wieder mehr Luft zu bekommen, das Hundefutter hier raus in die Garage, nachdem ich die Matratzenpolster weggesteckt habe. Die brauche ich dieses Mal, weil mein Sohn ja auf Besuch kommen möchte und dann wird der Tisch hier unten abgesenkt und das wird ein zweites Bett. Da oben ist mein Hubbett. So, und nachdem ich Ivo überzeugen konnte, endlich aus dem Bett rauszukommen, wo er sich ja wirklich sehr bequem gemacht hatte, wollte ich euch mal kurz zeigen, wie schnell sich das hochfahren lässt. Und ich fahre es ja jetzt aufgrund von Ivo das zweite Mal hoch. Und dann habe ich noch diese 2 Handgriffe zu tun. Dann ist mein Bett am Bau vollkommen fertig. Hier sind Magnete drin. Da und da und da. Und da hinten, das sind Magnetleisten. Und wenn ich dann hochklappe, dann bleibt das alles so. Wir werden also heute vom Ebro-Delta weiterfahren. Ich hätte eigentlich gerne das Fahrrad runtergenommen und wäre mit dem Brian mal üben gefahren. Hörst du bitte auf und setz dich. Danke. Weil er nicht so der ruhige Typ ist, der neben dem Fahrrad ganz genüsslich hertrottet, sondern mehr ein etwas Terrier eben, ne? Ein Terrier, der vielleicht ein bisschen sprunghafter ist. Und ich hätte hier sehr schön üben können. Aber dadurch, dass gestern verplant war, wäre das heute gewesen und im Regen machen wir es nicht. Da fahren wir weiter. Was haben wir gestern noch gemacht? Ach ja, gestern Morgen war ich in heller Aufruhr, weil alles im Kühlschrank warm war. Naja, das passiert, wenn man die Winterabdeckung am Absorberkühlschrank aus drauf hat, weil man die Nächte davor noch minus 10 Grad hatte. Und ich habe die dann schnell abgeschraubt, die Winterabdeckung. Man hört ja immer diese Horrorgeschichten vom Absorberkühlschrank. Die Butter war ich. Meine Butter ist immer hart im Absorberkühlschrank, bis auf gestern Morgen. Aber heute Morgen war es dann wieder in Ordnung. Dadurch, dass ich die Winterabdeckung abgemacht habe, ist der Kühlschrank wieder entsprechend kalt. Da steht natürlich jetzt im Augenblick noch auf 5, normalerweise auf 4 von 5. Wie gesagt, man muss halt das mit den Winterabdeckungen drauf achten. Ich glaube, unter 0 Grad sollte die Winterabdeckung drauf sein, damit man einen kalten Kühlschrank hat. Über 10 Grad müsste die Winterabdeckung wieder runterkommen. Natürlich, wenn man solche Extreme hat, wir hatten ja 30 Grad Temperaturunterschied vom einen Tag zum nächsten fast, dann muss man halt einfach darauf achten. Dauert ja 2 Minuten, das Ding runterzunehmen. Und was war noch? Wir haben im Heißluftfritteuse gekocht, beide Tage. Haben also die Heißluftfritteuse auf volle Pulle, 205 Grad Celsius war das, gehabt und haben dementsprechend die Batterie, würde ich mal sagen, belastet. Sie ist auf 31%, aber das reicht ja. Ich habe gestern die Solarpaneele nicht aufgestellt, weiß aber jetzt nicht, was hier mit 56 Watt gerade rausdonnert, vielleicht die Heizung. Das wäre mein Bericht. Wenn es euch interessiert, welche Heißluftfritteuse ich benutze, dann fragt gerne Fragen. Ich beantworte die auch gerne. Wir haben eine kleine 4,5 Liter, glaube ich, Volumenfritteuse, die sehr, sehr gut auf unserem Wechselrichter läuft und auch sehr gut auf den Powerstations läuft. Ich da, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Heißluftfritteusen mir angeschaut gehabt. Ich wollte die natürlich mit dem größten inneren Korbvolumen und den kleinsten äußeren Abmessungen. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig zu finden, worauf ihr achten müsstet, wenn ihr eine Heißluftfritteuse für ein Wohnmobil kauft und eine mit kleinen Ausmaßen haben müsst. Die sollte in dem Korb innen ein Gitter drin haben, dass man lose rausnehmen kann, anstatt dass der ganze Korb wie ein Gitter ist. Mir ist aufgefallen, dass bei vielen Marken, wenn man auf die kleineren Fritteusen zugreift, dass die nur noch 800 Watt haben. Dauert dann alles doppelt so lange, ist ja klar. Meine hat sich daraus hervorgetan, dass die größere Variante, sowohl die 4,1 Liter Variante, 1700 Watt benötigen. Was perfekt ist, weil auch mein Wechselrichter 1700 Watt liefert Dauerleistung. Wir werden im Regen weiterfahren. Hola, hasta la vista, bis wir uns wiedersehen. Es wäre mir ganz lieb, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet.
und ein Abo machen würdet. Das würde mich sehr freuen.